Umwelteinflüssen gegenüber genauso stabil und langlebig wie die klassischen Module. Ja, die sind für 20 Jahre Außeneinsatz gemacht. Kann man jetzt zum Beispiel auch 4 Stück kombinieren. So Ladeleistung, das kannte man bisher bei Power Stations nicht. 1800 Watt Ausgangsleistung, 1,8 Kilowatt. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder bei der Sonnenrepublik sein können. Also nicht, dass ihr denkt, wir sind irgendwie jetzt hier bei irgendwelchen Leuten, die sich eine eigene Republik schaffen oder auch nicht. Werden wir mal sehen. Oliver, vielen Dank, dass wir wieder bei euch sein dürfen heute. Und zwar, wir greifen nochmal das Thema Balkonkraftwerke und Neuentwicklungen beim Thema Balkonkraftwerke auf. Wir hatten ja schon mal die Möglichkeit, bei Oliver zu sein und verlinken auch hier oben irgendwo unser erstes Video. Und heute sind wir wieder bei Oliver, denn es gibt ein bisschen was an Neuigkeiten, neue Entwicklungen. Ist klar, die Sache geht immer weiter. Und heute wollen wir uns mal einen Fokus legen auf zwei Dinge, nämlich ganz speziell auf das Thema Module. Und auf das Thema auch nochmal nachher ein bisschen das Thema Speicher. Speicher für Balkonkraftwerke, lohnt sich das oder nicht? Was kann man da machen? Und Oliver, vielleicht für alle, die das erste Video nicht gesehen haben, stell dich doch einfach nochmal kurz vor. Ja, danke erstmal, dass wir hier das Video zusammen machen können. Ich bin Oliver Lang, seit fast 25 Jahren im Bereich Photovoltaik tätig. Komme eigentlich aus der Forschung, bin Physiker, kein Ingenieur. Und habe da vielleicht eine etwas andere Herangehensweise an manche Phänomene. Habe auch viele Produktentwicklungen gemacht, Patente und Gebrauchsmuster und so weiter angemeldet. Und wir haben seit 5 Jahren diese Firma Sonnenrepublik. Vorher hatte ich auch andere Firmen gegründet. Bin auch übrigens Gesellschafter beim Photovoltaik-Institut Berlin, die ja weltweit so Zertifizierungen und Audits machen. Also bin viel so mit der Szene eigentlich in Berührung und weiß, wo immer die neuen Entwicklungen sind. Jedenfalls, die Sonnenrepublik beschäftigt sich mit diesem Thema autarke Photovoltaik, also alles, was dazugehört, Komponenten, Solarmodule, Speicher, Elektronik. Wir machen selber Elektronikentwicklung auch, wir entwickeln auch Module, wir wissen, wie Module innen aufgebaut sind, wir können die komplett designen, wir haben deutsche und chinesische Hersteller, die das für uns machen und wir verdienen eigentlich hauptsächlich unser Geld im Industriebereich, also für kundenspezifische Anwendungen. Da kommen Leute, die wollen einen Sensor für, was weiß ich, einen Güterwaggon oder eine Außensteuerung haben in vielleicht 1000 Stück, 10.000 Stück und dann brauchen sie ein spezielles kleines Solarmodul, einen Speicher, eine Elektronik und das machen wir komplett maßgeschneidert. Aber wir verkaufen eben auch diese Konsumerprodukte, Balkonkraftwerke sind jetzt in letzter Zeit dazugekommen und deshalb stehen wir ja jetzt auch. Genau, hier. Und bei unserem ersten Video hatten wir auch die Möglichkeit, mal dort hinten durch die Tür zu gehen. Da geht es nämlich in die Entwicklungsabteilung und hatten da auch schon mal einen Blick rein. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Beziehungsweise heute gucken wir uns mal an, was auch aus dieser Entwicklung kommt und euch vielleicht neue Möglichkeiten bietet, ein eigenes Balkonkraftwerk aufzubauen. So, Oliver, das klassische Balkonkraftwerk wird mit den klassischen großen Industriemodulen verkauft. 1 Meter mal 1,70 Meter, 20 Kilo schwer. Passt nicht immer, passt nicht überall. Ihr habt im Laden bei euch auch für die, die es gerne sich angucken möchten und vielleicht nehmen möchten, auch kleinere Module, so um die, ich glaube, 100 Watt, ja. 100, 120 Watt. Wer also ein stabiles Modul haben will, mit klassischem Aluminiumrahmen. Aber auch das ist ja so eine Sache, das wiegt dann immer noch eine ganze Menge. Und dann kommen wir mal auf das zu sprechen, weswegen wir heute hier sind. Nämlich, du hast es genannt, Leichtmodule, semiflexible Module. Das ist ja vielleicht eine Möglichkeit, um auch die Sache zu realisieren am Balkon. Wollen wir uns mal was angucken? Ja, also zunächst zu den kleineren Modulen. Man kann nicht ein Modul nehmen, so wie bei den großen Industriemodulen. Ja. Die haben ja meistens so 300 Watt. Die haben so 100 Watt, 120 Watt, 100 Watt. Es gibt auch 175 Watt. Man muss immer zwei nehmen wegen der Spannung, weil das sogenannte 12-Volt-Module in der Regel sind. Das heißt, die haben so 17, 18 Volt. Der Wechselrichter springt erst bei etwa 22 oder 24 Volt an. Das heißt, ich muss zwei in Reihe schalten, sollte sie dann im Übrigen auch immer gleich orientieren, weil ansonsten das schlechter orientierte Modul den niedrigeren Strom bestimmt. Also immer gleiche Orientierung in Reihe schalten. Und nach diesem Prinzip kann man jetzt natürlich auch die sogenannten semi-flexiblen Module einsetzen. Die sind deutlich leichter. So ein Modul wiegt vielleicht 8 bis 10 Kilo, so ein Modul wiegt 20 Kilo. Hier sind wir so bei 1,5 bis 3 Kilo, je nach Leistung. Also dann gucken wir uns noch mal eins an. Ich nehme mal das andere. Ja, also das ist 55 Watt hier mit SunPower-Zellen. Das ist ein besonders gutes, auch etwas stabiler. Das ist etwas flexibler. Da gibt es auch Unterschiede in der Flexibilität. Das hat nur 50 Watt.
Und davon kann man jetzt zum Beispiel auch 4 Stück kombinieren. Man muss also immer Vielfache von 2 machen. Mhm. 2 hier in Reihe, dann nochmal 2 in Reihe, dann hat man 4 Stück. Hätte dann 200 Watt oder 210, 220 Watt. Kommt also schon so in die Richtung der großen Balkonmodule. Man kann natürlich auch 6 Stück nehmen. Sie sind allerdings deutlich teurer, muss man dazu sagen, weil es nicht solche Massenprodukte sind wie die großen. Jetzt kommen wir mal zu eurer Eigenentwicklung. Ja, wir haben so ein bisschen aus Kundenwünschen gelernt, dass man am Balkon, zum Beispiel unter dem Balkongeländer, gerne auch ein langes, schmales Band haben will als Modul. Da hätte man dann so ein längliches Modul, was wir dann daraufhin entwickelt haben. Das ist nur 36 cm breit sozusagen von hier aus betrachtet und hier wäre es eben 1,40 Meter lang. Mhm. Wir brauchen wiederum 2 Module davon, das hat eben auch nur ungefähr 18 Volt. Mhm. 2 Stück, 36 Volt, das sind dann 2,80 Meter. So lang sind auch die meisten Balkone und die kann man dann eben unter der Brüstung oder irgendwo anders installieren. Mit Kabelbindern, mit Seilen, was auch immer. Wir basteln auch gerade an einer Montagevorrichtung, dass man die auch dann zum Beispiel der Sonne etwas optimiert nachrichten kann. Und man kann sie natürlich auch senkrecht irgendwo neben der Balkontür anbringen, da wo man zum Beispiel nur 40 cm Platz hat. Das gibt jetzt nicht so viele Anwendungen, aber für diese speziellen gibt es eben nur dieses Modul von uns. Da gibt es im Moment nichts anderes auf dem Markt. Ich nehme es noch mal kurz in die Hand, ich will mal gucken. Also es ist wirklich faszinierend, wie leicht das ist. 22% Wirkungsgrad habe ich gerade gelesen. Das ist so. Die Zellen, ja. Die Zellen, ja, okay. Also das ist schon wirklich. Aber ansonsten sind die genauso stabil, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, Hagel oder sowas in der Richtung, auch Umwelteinflüssen gegenüber, genauso stabil und langlebig wie die klassischen Module. Ja, die sind für 20 Jahre Außeneinsatz gemacht, mindestens. Okay, wenn also bei euch so ein großes Modul nicht passt oder ihr ein Problem habt mit der Statik oder ihr es einfach leichter haben wollt bei der Installation, dann ist das vielleicht eine Lösung. Hier in der Sonnenrepublik, Kaiserdamm 14, könnt ihr euch bei Oliver auch einfach mal beraten lassen. Wo kann man sich sonst Sachen schon noch angucken? Man muss nicht immer alles im Internet bestellen. Lasst euch einfach mal vom Fachmann beraten, dann gibt es für euch auch eine optimale Lösung. Oliver, wir werden häufig angesprochen auf das Thema Speichern von Strom. Ja, es gibt viele, die sagen, ich möchte nicht einspeisen oder ich will diesen ganzen Kladderadatsch nicht haben mit Zählerwechsel und Anmeldung und pipapo. Mhm. Jetzt muss man ja nicht zwangsläufig mit einem Balkonkraftwerk ins Netz einspeisen. Man kann es ja auch speichern. Natürlich ist es eine ganz andere Kostengeschichte, das ist klar. Aber du hast uns hier mal 2 verschiedene, mobile Speicher mitgebracht. Ich lache jetzt ein bisschen, weil sie sind natürlich auch vom Gewicht her ganz ordentlich. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Ja, also das ist eine neue Firma, die seit ein paar Monaten erst eigentlich im deutschen Markt aufgetaucht ist, die Firma EcoFlow. Da sind wir einer der wenigen Händler, die die Marke jetzt hier vertreiben. Das ist zum ersten Mal ein Gerät, was eigentlich so ist, dass man sagen kann, das ist brauchbar für Photovoltaikanwendungen. Wir sind schon seit 1,5 Jahren da am Suchen, haben alles Mögliche durchforstet und die haben gute Kapazität. Das ist aber jetzt nicht der große Unterschied, sondern sie haben vor allem eine hohe Lade- und Entladeleistung. Also andere Geräte, die brauchen 8 bis 10 Stunden, bis sie geladen sind. Mhm. Schneller geht einfach nicht. Und dann haben sie eine Entladeleistung, die meistens niedriger liegt als die Kapazität in Wattstunden. Also zum Beispiel das Gerät hier hat 300 Wattstunden, kann man auch auf 600 andocken, da gibt es drunter noch eine zweite Akkueinheit. Und dann hat es aber bei 300 Wattstunden 600 Watt Ausgangsleistung. Also ich kenne kein anderes Gerät auf dem Markt, was die doppelte Ausgangsleistung wie die Kapazität hat. Dieses Gerät hat fast 1300 Wattstunden, das ist also sozusagen das obere Ende im Moment der Range. Und die haben 1800 Watt Ausgangsleistung, 1,8 Kilowatt. Da kann ich eine kleine Kaffeemaschine, einen kleinen Wasserkocher anschließen. Kann ich mit praktisch keiner anderen kommerziellen Powerstation im Moment. Und ich kann sie laden am Netz. Die haben hier direkt einen Netzladeeingang. Also da ist der Trafo schon drin. Ja. Kann die laden in 1,5 Stunden, 1,5 Stunden beide Geräte. Das heißt, das lade ich hier mit ungefähr 1 Kilowatt oder 800 Watt. Solar kann ich das hier mit 400 Watt laden, also in etwa 3 Stunden, das hier auch.
Also das sind so Ladeleistungen, das kannte man bisher bei Power Stations nicht. Und ich meine, so wie alle anderen haben sie eben auch USB-Ausgänge. Jetzt sehe ich auch gerade hier, wollte ich gerade sagen, der USB-C ist USB-C auch dran. USB-C Power Delivery bis 100 Watt, also das gibt es auch nur bei ganz wenigen. Und dann haben sie natürlich das, was sie eigentlich auszeichnet, nämlich den Inverter, 230 Volt Sinusausgang. Genau, vier Anschlüsse, Sinus hast du gesagt, das ist auch gut, da gibt also keine Störungen bei irgendwelchen Geräten. Genau. Und Wahnsinn. Da kommen natürlich dann auch diese 1800 Watt raus. Die kommen nicht aus den 12-Volt-Ausgängen oder USB raus. Bei dem kleinen hier sind zwei Ausgänge. Ja. Okay. Wahnsinn. Wie ist das eigentlich? Sind die sehr laut im Betrieb, also die Lüfter? Bei dem kleinen geht der Lüfter von Anfang an. Der ist sehr leise, aber er geht leider immer an. Wir haben schon mit EcoFlow gesprochen, dass sie das mal abstellen sollen. Also wir geben denen sowieso immer so Feedback, was sie ändern sollen. Und bei dem Großen geht er, glaube ich, nur an, wenn tatsächlich der Inverter warm ist. Das ist dann, wenn man keine großen Geräte anschließt, geht er gar nicht an. Bei den Kleinen gibt es sogar noch eine App im Internet, da kann man die so ein bisschen fernsteuern. Also es sind wirklich sehr fortschrittliche Geräte und bisher haben wir also auch super Kundenfeedback da von den Geräten. Wer sollte sich denn jetzt aus deiner Sicht, oder andersrum gesagt, nicht wer sollte, sondern wer hat... Welche Interessenlage deckt man ab mit solchen mobilen Speichern? Also die sind ja wahrscheinlich nicht ganz billig. Also wahrscheinlich ist es immer noch besser, den Strom einzuspeisen, sich ein bisschen vergüten zu lassen, als jetzt zu speichern. Aber hier gibt es ja noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. Ja, also wir sagen immer, zusammen mit so einem Balkonkraftwerk hat man eigentlich so eine Art Triple Operation System. Also die erste Anwendung ist natürlich die netzgekoppelte mit dem Inverter ins Stromnetz gehen, ins Hausnetz, das ist klar. Die zweite ist jetzt aber, da kommt der Speicher rein. Wenn ich mal den Notstromfall habe, dann brauche ich eigentlich nur meine beiden MC4-Stecker, die haben ja so Klickverbindungen, einfach abzustecken, hier an den Adapter, das Adapterkabel dran zu koppeln und dann habe ich hier ein vollwertiges Speichersystem, Plug and Play, also einfach nur mit zwei Steckern umstecken. Und mit 1300 Wattstunden ist das natürlich auch relativ leistungsstark, also hält dann schon mal einen ganzen Tag durch. Natürlich kann ich da keinen Herd anschließen und sagen wir mal, einen Wasserkocher würde ich auch nur in Ausnahmefällen anschließen. Das macht man dann eben mit Gas. Aber man kann Kühlschrank, Router, Fernseher, Lampen, alle Kleingeräte versorgen und das ist schon ein leistungsfähiges System. Bei dem Kleinen ist es entsprechend weniger, aber die dritte Anwendung wäre dann eben Camping, einfach mit einer Hand so ein Ding packen, ab in den Wagen und noch in der anderen Hand kann man sich noch so ein Leichtmodul mitnehmen. Und dann hat man praktisch ein komplettes kleines Campingsystem für die grüne Wiese, für einen Strand, für einen Campingwagen. Und das sind natürlich die kleineren Geräte dann noch ein bisschen schöner, weil sie leichter sind. Ich heb das mal an. Es gibt auch eine mittlere Variante, das ist praktisch die mit dem Speicher unten dran noch. Die hat 600 Wattstunden, also 300, 600, 1300. Das heißt, ich könnte mir quasi zwei Dinger davon besorgen und das obere nehme ich mit zum Camping und das andere bleibt zu Hause, wenn ich das möchte. Zum und Beispiel. Zu Hause kann ich dann einfach wieder das oben draufstecken und habe dann die doppelte Kapazität. Genau. Ja, man muss es anschrauben. Wahnsinn. Aber man würde, wahrscheinlich würde man das eigentlich so lassen, wie es ist. Also die 600, ich glaube, die wiegen 7 Kilo. Ja. Das wiegt halt hier 14 Kilo. Das ist dann schon ein ordentliches Pfund hier. Aber in jedem Fall gibt es für jedes Gerät so seinen typischen Anwendungsfall. Ja, und zusammen mit dem Leichtmodul ist es dann eben auch sehr transportabel und die großen Deltas hier mit einer Ladeleistung bis zu 400 Watt, die lassen sich eben auch mit großen Balkonmodulen betreiben, mit 300 bis 350 Watt oder 400 Watt. Die haben vor allem auch die Ladespannung dafür, da kommt wieder die Spannung rein. Bei dem kann ich nur bis 30 Volt gehen, da kann ich also diese ganzen 12 Volt Module nehmen. Die gehen bei 5 Volt hoch, das heißt, die transformieren hoch und runter, also Step-Up, Step-Down-Wandler drin. Hier auch von 5 Volt bis 60 Volt gehen die. Oh, das ist also da kann ich wirklich praktisch den ganzen Bereich an Solarmodulen anschließen, den es so einzeln gibt. Und auch wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr seid irgendwie nicht mehr auf unserem YouTube-Kanal, sondern ihr seid irgendwie beim Teleshopping irgendwie gelandet. Aber wir wollen euch einfach wirklich mal diese Möglichkeiten vorstellen, denn die Fragen kommen halt immer wieder rein. Und deswegen bin ich unheimlich dankbar, Oliver, dass du dir mal jetzt die Zeit genommen hast, das mal vorzustellen. Wie gesagt, wir sind ja ein regionaler Kanal, auch wenn ihr vielleicht uns ganz woanders seht, außerhalb der Region Berlin-Brandenburg. Aber wenn ihr in der Region hier irgendwie seid und ihr habt Lust, euch zu informieren und hoffentlich auch hier dann entsprechend zu kaufen, dann kommt einfach mal bei der Sonnenrepublik vorbei. Ich habe das Gefühl,
hier ist echt eine Menge Know-how bei dir und bei euch hier vorhanden. Und ehe man sich vielleicht irgendwas aus dem Internet bestellt, was möglicherweise nachher nicht passt oder nicht das bringt, was man gerne möchte oder wie auch immer, dann sollte man sich im Fachhandel beraten lassen und dann natürlich auch da kaufen. Denn sonst wäre so ein Laden ja gar nicht möglich. Genau. In dem Sinne, Oliver, vielen Dank, dass wir bei euch sein konnten. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, Oliver. Wir gehen also jetzt mal raus und probieren das mal sozusagen live aus. An der Stelle sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video anzugucken. Oliver, und ich bin mir sicher, wir sind nicht das letzte Mal hier gewesen. Ja, danke auch an dich, an euch und... Alles klar. In dem Sinne, und vergesst bitte nicht, wie immer, ihr wisst schon Bescheid, abonnieren und Glocke klicken, aber den Rest kennt ihr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Und jetzt probieren wir das draußen mal aus. So, da kommen jetzt hier 4 Watt. 13, 14. So, 15, 18. Wir haben jetzt hier 30 Watt. Einfach mal Berliner Sonne, schon wieder ist sie weg, aber einfach angeschlossen und man muss jetzt hier nichts weiter installieren. Einfach anstöpseln, Sonne speichern und dann irgendwo anders nutzen, wo man Lust hat. Und das Ganze geht eben mit solchen tollen, kleinen, leichten Modulen.